Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPatrick. Ja, heute geht's mal um das Thema Chili-Ernte. Wann ist eine Chili eigentlich reif zum Ernten? Ja, wann ist hier der richtige Zeitpunkt? Wenn ihr die Chili-Samen gekauft habt, dann werdet ihr das auf der Verpackung finden. Wenn es euch so geht wie mir, dass ihr die Verpackung nicht habt und ihr nicht wisst, welche Chili-Sorten ihr genau habt, dann zeige ich euch hier ein paar Anhaltspunkte, an denen ihr erkennen könnt, dass die Chili reif ist. Ja, eins erstmal vorab, Chilis sind zu keiner Zeit giftig, ihr braucht also keine Angst haben, wenn ihr die Früchte zu früh oder zu spät erntet. Nur das Aroma und der Geschmack ist halt unterschiedlich, je nach Reifegrad. Also ist die genaue Erntezeit auch immer eine Geschmackssache. Die meisten Chilisorten können auch schon geerntet werden, wenn sie grün sind, so wie diese hier. Meist werden sie jedoch geerntet, wenn sie ihre ursprüngliche Farbe erreicht haben. Diese hier sind dann rot geworden. Das hängt damit zusammen, dass gerade in den letzten Tagen des Reifeprozesses sich das Aroma nochmal versüßt und die Chili somit etwas süßer wird vom Geschmack. Wenn die Schoten allerdings zu lange reifen, dann sehen sie nicht mehr frisch und knackig aus. Ja, die Chilis fangen erst an, sich zu verfärben oben an der Spitze. Man kann das bei der hier ganz gut sehen. Die wird hier oben so ganz leicht rot und dann verfärbt sie sich halt weiterhin, bis sie dann ganz verfärbt ist und ihre ursprüngliche Farbe erreicht hat. Wenn die Chili dann ihre Farbe, wie in diesem Fall hier, ganz erreicht hat, dann lassen wir sie noch ca. 5 Tage an der Pflanze hängen und dann können wir sie ernten. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob das Aroma so passend ist, der kann natürlich auch erstmal eine Pflanze abschneiden und probieren, wie ihnen das Ganze schmeckt. Wie gesagt, das ist immer Geschmackssache, aber optimal sind meistens halt die roten, die dann schon 5 Tage noch gehangen haben, nachdem sie ihre Farbe verändert haben. Ja, wenn ich das Ganze ernte, reiße ich das nicht einfach ab, sondern nehme hier ein scharfes Messer und schneide das vorsichtig ab. Ja, ich friere meine Chilischoten dann immer gleich nach der Ernte ein, dann bleiben sie schön knackig und frisch. Ihr könnt natürlich auch die Chilischoten dafür verwenden, um Saatgut für das nächste Jahr zu gewinnen. So eine Chilischote hier hat ungefähr 150 Chilisamen, also das reicht dann schon aus, wenn ihr hier eine dafür nehmt. Für die Gewinnung der Samen nehmt natürlich auch nur reife Früchte, so wie ich das hier gemacht habe. Ja, die Samen reinigt ihr dann hier vom Fruchtfleisch, das heißt, ihr entfernt das Ganze und legt sie zum Trocknen hier auf einen solchen Küchenpapier. Ja, die Trocknung geschieht dann so bei Raumtemperatur, also minimal 15 Grad, maximal 35 Grad. Die Samen bleiben dann ca. für 2 bis 3 Jahre keimfähig und ihr könnt euch aus einem Samen jeweils eine Pflanze ziehen. Ich hatte jetzt auch nur eine Pflanze. Ihr seht ja, wie viel die abwirft, also ihr braucht da nicht viele Chilischoten zu opfern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Paverick.